Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video erkläre ich MIDI-Messages. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst, aber legen wir doch einfach mal los. Was sind MIDI-Messages? Ganz einfach gesagt sind das Befehle eines Kommunikationsprotokolls, womit zwei oder mehr Geräte Informationen austauschen können. In diesem Tutorial will ich nur auf einen kleinen Teil der Befehle, also der MIDI-Messages, eingehen, der für die meisten Fälle als Grundverständnis ausreichend sein dürfte. Fangen wir mit MIDI-CC an. MIDI Control Change Messages. Jeder MIDI-Controller hat mehrere Knöpfe, Fader, Pedale oder ich nenne es jetzt einfach vereinfacht mal Regler, die MIDI-CC-Nachrichten senden können. Die Regler sind alle durchnummeriert wie so eine Absenderadresse. Und mit jedem dieser Regler kann man bestimmte Werte einstellen, die dann per MIDI an das angeschlossene Zielgerät kommuniziert wird. Was die Möglichkeiten des Reglers betrifft, so können manche Regler Nachrichten wie zum Beispiel ein On bzw. Off bzw. 0 oder 1 oder irgendein Wert von 0 bis 127 oder sogar noch höhere Zahlenwerte bis zu 16.384 verschicken. Damit entsteht ein Pärchen Regler und Zahlenwert, das per MIDI an das Zielgerät geschickt wird. Auf dem Zielgerät ist dann definiert, welche Parameter dort gesteuert werden. Zum Beispiel Regler 74 sendet den Wert 80 an den Filter-Cutoff oder Regler mit der Nummer 64 schickt einen Wert 0 und schaltet damit das Sustain am Zielgerät aus. Das ist das einfachste Grundprinzip von MIDI-CC. Natürlich kann ich in den allermeisten Geräten oder Software eine sogenannte Mapping-Tabelle erstellen, sodass der vorhin genannte Regler mit der Nummer 74 nicht mehr den Filter-Cutoff steuert, sondern die Filterresonanz. Also einfach eine Liste, die zum Beispiel folgende Umleitung enthält. Wenn Regler mit der Nummer 5 reinkommt, dann schicke ihn an den Empfänger mit der Nummer 74 und übergebe den Zahlenwert 80. Rund um MIDI-CC gibt es insgesamt vier wichtige Begriffe, die bekannt sein sollten. MSB und LSB, RPN und NRPN. Der Standard MIDI-CC ist ein MIDI-CC-MSB. MSB steht für Most Significant Byte und sendet je nach Controller oder Empfänger Werte zwischen 0 und 127, also 128 Werte. Werden höhere Werte benötigt, also mehr als 128 Werte, wird ein zweiter MIDI-CC mit weiteren 128 Werten namens LSB benötigt als Ergänzung zum MSB. LSB bedeutet Least Significant Byte. Diese Paarung für höhere Werte war notwendig, weil MIDI 1983 veröffentlicht wurde und 128 Zustände damals schon sehr viel und jedes Byte teuer war. Diese Möglichkeit, die zwei CCs getrennt oder als gekoppelte Messages zu verwenden, war ein sehr flexibler Weg, um die vielen verschiedenen Controller und Synthesizer, umzugehen. MSB und LSB zu paaren bedeutet, dass sie miteinander multipliziert werden. Also MSB multipliziert mit LSB. So erhält man insgesamt 128 mal 128 gleich 16.384 Werte, unipolar. Oder minus 8.192 und bis 8 plus 8.192 bipolar. Auf der Empfängerseite könnte man zum Beispiel den Pitchband-Bereich zwischen minus 2 und plus 2 Halbtönen definieren. Also wäre von jedem Halbton zum nächsten ein Übergang, also ein Glide, von 4.096 feinen Stufen möglich. Also es wären sicherlich keine Stufen mehr hörbar. Die MIDI Association hat einige MIDI-CCs als Standard definiert. Diese werden RPN genannt. RPN steht für Registered Parameter Numbers. Wenn diese implementiert sind, sollte jedes MIDI-Gerät auf die gleiche Weise reagieren, wenn zum Beispiel
der MIDI-CC74 Filter-Cutoff mit einem Wert zum Beispiel 80 empfangen wird. Die restlichen und nicht standardisierten Nummern werden NRPN genannt. NRPN ist die Abkürzung für Non-Registered Parameter Numbers. Diese Nummern können also von Herstellern oder Entwicklern für ihre speziellen Zwecke für ihre Produkte vergeben werden. Bei anderen Produkten werden sie vielleicht für ganz andere Steuerungen verwendet. Insgesamt gibt es 128 MIDI-CC-Messages. Beispielhaft ein paar RPNs, also von der MIDI Association festgelegte MIDI-CCs, wären MIDI-CC1 für das Modwheel, das wäre das MSB, das Most Significant Byte. Und wenn ich es ein bisschen feiner brauche, die Auflösung ein bisschen feiner brauche, nehme ich da MIDI-CC33, das LSB, also das Least Significant Byte, dazu. Das gleiche bei dem Expression-Pedal MIDI-CC11, 128 Werte. Wenn ich es feiner brauche, nehme ich den LSB, also den Least Significant Byte, zum Most Significant Byte dazu, also den CC43, und kann dann bis zu 16.384 verschiedene Werte senden. Oder MIDI-CC64 ist das System-Pedal. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Es gibt auch im oberen Bereich dann, also bis 127, bis zum letzten Bereich, ganz besondere Befehle nochmal, die man auch mal gesehen oder bemerkt haben sollte, die sich dann oftmals auf das gesamte Keyboard beziehen und nicht nur auf einzelne Parameter, zum Beispiel hier Reset All Controllers oder All Notes Off, oftmals auch der Panic Mode und so weiter und so fort, Mono Mode, Poly Mode und so weiter. Das ist quasi der offizielle Industriestandard. Aber natürlich ist es auch möglich, für die eigenen Zwecke eine ganz eigene Tabelle zu erstellen. Die ist dann aber halt nicht mehr Industriestandard. Der nächste Begriff nennt sich SysEx. SysEx steht für systemexklusive Meldungen. SysEx-Nachrichten werden verwendet, um auf komplexere Art und Weise mit der meist vorhandenen Hardware zu kommunizieren. So ist es mit SysEx möglich, mehr als nur 128 Werte, also von 0 bis 127, oder noch mehr Werte zu senden. Es ist möglich, Patches, komplette Parametereinstellungen, Songs, Banks und vieles mehr herunter- oder hochzuladen. Das wird auch gerne als Backup-Möglichkeit genutzt. Leider können nicht alle Geräte SysEx. Auch teilweise moderne Geräte nicht. Es gibt noch einige weitere Begriffe und Themen, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, sobald du dich tiefer mit deinem Equipment beschäftigst. Dann solltest du dich nach weiterer technischer Dokumentation umschauen, am besten von deiner Hardware selbst. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai, und falls du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen hast, lass es mich wissen und hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Wenn du das Video hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden oder mit irgendwelchen wildfremden Menschen. Es könnte auch hilfreich für sie sein. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.